make such a speech, you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Ich habe mir auch jetzt mal überlegt, ich werde jetzt mal ein paar Folgen ungeschnittener machen, also jetzt ein bisschen Zeit ist vergangen. Ich habe jetzt mal so ein paar Black Hole Units aufgebaut. Habe mal ein bisschen hier meine Vorratstanks aufgebaut mit ein paar Endertanks. Auch hier habe ich dann noch hier und da welche stehen. Aber es ist halt erstens mal für alles, was ich hier mache, also für das hier, für das Lager und für das da hinten, viel zu wenig Strom da. Dementsprechend muss ich immer gucken, dass ich das bald mal ein bisschen noch erhöhe, meine Produktion. Was vor allem auch klappt, wenn ich, also ich habe ja hier, wenn das hier läuft, produziere ich jetzt schon eine ganze Menge. Der muss natürlich noch ein bisschen schneller sein, dann wird das gehen. Und ich brauche natürlich auch immer alle Zutaten. Das heißt, ich könnte zum Beispiel mir auch nochmal eben fix ein Stack davon holen. Und den nochmal mit da reinballern. Dementsprechend läuft dann halt auch nochmal das mit da rein. Damit habe ich die 100%ige Effizienz. Aber natürlich produziert er hier nicht mehr dadurch, ne? Das ist das Problem an der Sache. So, einmal das Level weg. Ich möchte jetzt mal in den nächsten Folgen so ein bisschen hier umbauen. Ich möchte den Kasten hier wegbauen. Der war jetzt halt nur dafür da, dass ich hier so ein bisschen Enderperlen farmen kann und. Also halt, was ich halt brauche, ist klar, mit den ganzen Mob Imprisonment Tools. Ich meine, komm, jetzt habe ich hier 68 Enderperlen. Plus halt das, was ich halt hier schon reingesteckt habe, plus Blaze Rods, die ich reingesteckt habe und so weiter. Dafür brauche ich aber halt auch eine ganze Menge hiervon. Das heißt, ich spare jetzt gerade sowieso schon wieder Strom, weil das nicht läuft. Weil ich komme halt echt nicht hinterher, so. Ich habe nicht genug Holzkohle, um das hier alles halt gleichzeitig zu befeuern. Nicht genug Bäume, die hier reinlaufen, die dann hier zu Holzkohle werden. Gut, das wäre halt das. Ich möchte aber jetzt als allererstes, bevor ich irgendwas mache, einmal die Schmiede umbauen. Einmal hier komplett abreißen. So. Wie gesagt, jetzt sind ein paar Folgen, wo ich jetzt immer nichts rausschneide, sondern einfach nur auch mal ein bisschen baue. Das muss ja auch mal sein. Ich habe hier schon wirklich viel ohne gemacht, da geht auch mal ein bisschen mit. Soll ja auch mal irgendwann noch was aussehen, anstatt einfach nur wie eine Baustelle. Ist ja auch nicht auf Dauer so schön, ne? Wieder alles wegmachen hier. So, die mal alle weg. Und die weg. Und die weg. Sehr schön. Dann, ich würde die gerne weiter hier in der Richtung haben, am besten hier so ein bisschen neben, wäre auch ganz cool, glaube ich. Wir brauchen erstens mal so ein bisschen Brownstone. Nehmen wir uns erstmal hier weg. Das war jetzt doof. So. Dann würde ich gerne mir überlegen, ob ich das nicht so mache. Ah, wie können wir das am besten machen? Natürlich erstmal hier im Weg lang. Ups. Ich vergesse jedes Mal wieder, dass ich meine Schaufel aufgestuft habe. Geht dann ein schneller jetzt. So. Das reicht ja nicht schon hier. Aha, nein. Schaufel. So, dann kann man jetzt hier das so lassen. Hätte ich jetzt gerne mal sowas wie eine Treppe gleich. Jetzt keine Elder mehr? Dein Ernst? Wir brauchen ein bisschen Erde. Dann würde ich das aber auch gerne mit... was macht man das denn am besten? Ich meine, die Dinger sind schwarz.
Ob der Kontrast dann zu Stormbreaks gut ist, ist eine andere Frage. Aber könnte man ja einfach mal testen, ne? Warte mal. Zack, Stormbreaks. Und dann auch noch gerne Slaps. So. Das wäre dann nämlich hier so eine kleine Treppe. So. Weiß gar nicht, mache ich dann hier ein Haus hin? Oder nur so? Frage ist gut. Ich muss sowieso noch ein höher gehen, warte mal. Ich hasse es auf Halbblöcken zu bauen. So. So. Geht das so? Irgendwie ist hier. Hat nicht ganz richtig. Slaps, halbe höher. Das sieht schon irgendwie kacke aus, wenn das hier so ein ganzer Block ist, ne? So ist besser. Und dann könnte man sich halt überlegen, ob man dann nicht hier dicht macht. Und dann hier einen Boden draufsetzt. Hier wäre dann die Tür. Genau, ich glaube, die Tür wäre hier. Wahrscheinlich wäre hier noch Boden. Hier der gleiche Klumpert. So, jetzt gehen wir kurz ein Ründchen schlafen. Und gucken gleich weiter. Was ganz wichtig ist, ich brauche noch eine ganze Menge Steine. Das heißt, Gobble und zack. Nein. Nein. Hab ich hier Cracked Stone Bricks? Ich will auch keine so haben. Machen wir jetzt mal hier ein Stack rein so. Der kann damit rein. Jeder von davon. Und dann gucken wir mal. Wir brauchen ja sowieso Platz für 3. Das heißt, wenn ich jetzt hier 1, 2, 3. Dann wäre. Schmiede kann ja auch rein theoretisch breiter sein, glaube ich. Das heißt, wenn ich jetzt hier die wegmache, die auch, den auch, kann ich doch auch. Logisch, was ist ein Tank? Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Lass mich überlegen. Nein, nicht wegschmeißen. So, habe ich hier 3 Platz. Und dann habe ich hier. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. So. Nein, theoretisch brauche ich dann noch eine Schicht Erde hier auf jeden Fall. 2 am besten sogar. Hier mache ich das gleiche. Boah, keine Erde mehr. So. Hier sind 3 Schichten Erde sogar nehmen. So. Weil ich
brauche auf jeden Fall den Platz. Hier mache ich dann Stormbricks hin. Fängt jetzt nicht an zu buggen hier, oder? Wow. Deswegen macht man seine Schaufel nicht so schnell. So. Hier drauf kann er nochmal der. Obwohl ja zwei dann schon ganz schön eng ist, ne? Also nochmal weg. Ich hätte gerne mindestens drei Stück, das heißt. Obwohl vier wären, glaube ich, vielleicht sogar noch besser. Zwei weg. Und dann. Soweit. Bis hier halt. Eins. Hier ist ja die Tür. Oh nee, warte mal, die Tür ist ja nicht hier, ne? Rein vom Ding her. Deswegen werde ich mal das heute umgeschnitten. So ein paar, zumindest. Ich bin immer so gut darin, mich zu entscheiden, was ich jetzt genau bauen will. Ist immer atemberaubend. Komme ich immer so richtig weit mit. So, zack. Eine Doppeltür rein. 1, 2. 3. 4. Das heißt noch eine weg. So, 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 so. Zack. Und dann kann ich hier. Na toll. Weil ich würde ja schon gerne mal einmal so haben, dass sie auch stehen bleiben kann. Das heißt, wo ist das jetzt? Die Drains kann ich mir schon mal hinnehmen. Und kann die 1, 2, 3. Brauche ich nämlich noch eins. Aber wichtig war mir jetzt eigentlich der Tank gerade. Das ist der Tank? Genau. Reicht aber nicht auch einer. Obwohl. Geht ja nicht beides. Ich meine, so ein zweiter Tank ist auch nicht so schlimm jetzt unbedingt. Warum ist die jetzt. Warum geht das nicht? 3, 6, 9, 12. 15, 16. Ja gut, kommt hin. Hier drum kommen jetzt 4 Glas. Hier auch. Hier kommt noch welches. Achso. Ja, das ist natürlich dann doof, ne? Ja gut, dann reicht doch ein Tank. So, hier Bricks, eine hier, Glas genommen, ein bisschen was. So, ist natürlich jetzt nicht fertig. Wir brauchen noch ein bisschen Cobblestone, was wir sonst mal eben schmelzen können. Ich weiß nicht, wie viel Cobblestone zu wie viel wird. Aber das kann man ja nebenbei mal eben anschmeißen. So. Dann brauchen wir den Platz hier. Denn wir brauchen ja einen Viererweg außen. Das heißt,
hier, also den ganzen Bereich hier, der muss alles komplett weg. Wird alles dann mit Stormbricks ausgelegt. Also mir ist überlegt, ob ich das nicht vielleicht im Stream mache, aber so mache ich es mit beiden. Lohnt sich auch. So, Stone. Haben wir halt echt nicht viel. So, das ist schon mal... Oh, Leute, jetzt. Achso. Man sollte auch den richtigen nehmen. So. Zack, da vier. Eins, zwei, drei, vier. So, eins, zwei, drei, vier. Ein bisschen Erde hier unten. Zack. Und ein paar Stormblocks hier oben. Wie weit bin ich hier gegangen? Bist du der Reihe noch mit? Und hier natürlich der gleiche Spaß nochmal. Nein, ich habe keine mehr. Zack. Wir brauchen dringend die Drains hier wieder dran. Und wieder am Tisch. Und ein Drain. Und ein Faucet. Faucet. Ein Drain und Stormrex. Geht nicht, weil keine Steine. So, dann mach welche. Es kommt halt immer noch nicht genug Strom an, ne? Immer noch nicht. Eieiei. So. Ist nur schwer ohne Dingsens, Bumsens, du weißt schon. So leicht schwer. Ach, dein Ernst. Dann kann man die hier noch einen Ticken höher bauen halt. Deswegen mache ich jetzt gerade die Steine fertig. Hier noch ein Drain rein. Mit einem Abguss. Ach, genau, den Tisch. Den Tisch. Gut. Oder wir lassen uns auf, das geht ja eigentlich auch. Zack. Dann nehmen wir uns mal die Hopper hier raus. Und die Kiste.
Kessel kommt nach vorne. Aber bitte richtig gedreht wäre ganz cool. Obwohl eigentlich ist es vollkommen egal. Andererseits wiederum auch nicht. Boah. So, nochmal. Ich kann so von hier machen. Mir egal. Zack. Damit es halt auch richtig aufgeht. So. Also ein Trichter und ein paar Stormbreaks. Sollte machbar sein. Hier auf der Seite können wir dann den Tisch noch mal ranbauen. Und hier kommt die Pattern Chest. Fragt sich nur, welche die richtige ist. Na, war klar. So. Und hier natürlich dann logischerweise die andere. Der Amboss könnte auch noch hier mit irgendwo hin. Können wir da anmachen. Gut. Und die drei Castings. Ja, schön. Haben wir jetzt die Schmiede schon mal angefangen. Haben wir nicht lange für gebraucht. So, wie schaut sie aus? Kostet wohl immer noch eine ganze Menge Strom. Von daher haben wir auch gerade weniger. Und es geht halt echt weniger raus, ne? Komischerweise. Jetzt. Machen wir mal so eben so. Können wir noch gleich mal noch ein bisschen weiterbauen dahin. Und ein paar Äpfel nehmen wir mit. Sehr schön. So. Hier muss es mal ein bisschen weg. Hier kommt er nämlich jetzt Kabelzone hin. Ach Quatsch. Stormbricks. Hier das gleiche. Soll ja auch so ein bisschen nach was aussehen, ne? Obwohl ich hätte noch weitergehen müssen. Hier wieder noch eine Wand hochgezogen, aber erstmal. Zack. Eins, zwei. Drei, vier. Fünf, sechs. Sieben, acht. So. Warum noch ein bisschen Zierglas? Und dann sieht die ganze Sache schon wieder ganz anders aus. Ach ja, ein Hopper. Ich glaube, ich warte sogar erst auf das hier Glas und mache dann richtig weiter. Sieht schon irgendwie so ein bisschen eklig aus hier, ne? Mit den ganzen Teer, also den ganzen Ziert.
Wie viel Glas brauche ich denn noch? 4, 8, 16, 24, 32. Mal gucken, vielleicht reicht das sogar schon. Mit dem Glas, was wir noch haben. Steered. Dorsch, Window, Glas. Sechs. Okay. Noch so ein paar mehr. So. Viel ist, glaube ich, eh nicht mehr da. Wieder Hopper vergessen. Oh, nichts mehr da. Ich würde sagen, das ist noch was. Hätte mich gewundert, wenn ich. Eigentlich bei mir ein bisschen besser sein, ne? Ne, der eine läuft einfach nicht. Ich war letztens der Meinung, ich produziere eigentlich genug Bäume, aber irgendwie ziehe ich jetzt einfach viel zu viel Strom. Ich glaube, jetzt habe ich keine mehr dabei. Die müssen wir jetzt erst einmal holen. So, siert. Zack. Kobbel, Kobbel. 2,6 sollten ja wohl erstmal reichen. Sieht schon mal ein bisschen cool aus. No. No. Zack. Da muss natürlich nachher nochmal auch nochmal ein Dach drüber. Das wird nachher hochgezogen. Hier kann ich mir überlegen, ob ich hier nicht ein paar Slabs hinsetze, sodass es halt nicht so, ja, quasi nicht nur noch nach einem Kasten aussieht, sondern auch noch ein bisschen mehr. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 4. Das heißt, sowieso hier mal einmal weg. Ich werde angestarrt. Ich mag es nicht, angestarrt zu werden.